Und wieder ein weiterer Crysis 3 Guide. Diesmal von Asgar, von Frankie, auf der Map Wasserdamm. Eine sehr offene Map, würde ich behaupten, denn sie bietet viele hohe Sniper-Positionen. Und wie ihr seht, ist das der Modus Deathmatch. Das heißt, der erste, der 25 Kills hat, gewinnt die Runde. Und ja, ich habe mir sogar so reingesetzt, Tschüss war eine Runde Scar und habe extra mal einen Server ausgesucht, wo halt nicht so viele Spieler drauf sind. Ich glaube, waren jetzt 5 oder so. Ist jetzt gar nicht viel, deswegen die meiste Zeit nur rumrennen und am Suchen. Und ja, ich finde, sowas sollte man auch mal probieren. Also nicht immer nur auf Maps mit 25, 26 Leuten, wo man halt die ganze Zeit nur abgeschossen wird und ja, nie so wirklich taktisch vorgehen kann. Und da finde ich doch mal so eine Map wie die hier, mal zu 5 oder zu 6, ist mal eine Abwechslung und ein komplett anderes Spiel, denn ihr seid im Deathmatch sowieso auf euch allein gestellt und hier habt ihr mal die Chance dazu, wirklich die Waffe kennenzulernen. Und die Scar ist eine Waffe, die man eher recht spät freischaltet. Ich glaube, die zweitletzte Waffe, danach kommt noch die L-Tag und das war's dann. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, machst du mal dazu einen Guide, denn viele werden sich schon freigeschaltet haben, die aktiv Multiplayer spielen. Und so kann ich denen auch helfen, wenn es wirklich Hilfe benötigt. So. Zu der Waffe selbst, ich habe den Reflexvisier oben drauf, kein Silencer auf der Runde, denn es hat keinen Sinn, Silencer zu benutzen. Bei 5 Leuten, denn ich will ja die Gegner finden, ich will nicht hier die ganze Zeit hin und her rennen und irgendwelche zu snacken und deshalb orientiere ich mich nochmal auf die Map. Und ganz wichtig auch Frontgriff. Und mit den drei Sachen sind wir dabei. Später könnt ihr noch den Mündungsfeuerdämpfer ranschrauben, denn der verringert natürlich noch die horizontale Verzögerung. Jetzt wurde ich gerade getroffen und markiert. Das heißt, wegrennen. Ich will nicht, dass er sieht, wo ich bin. Deswegen erstmal ins Haus rein. Und dann seid ihr nach einer Zeit schon nicht mehr markiert, beziehungsweise ihr tarnt euch. Und schon sind wir markiert. So, die drei Waffenmodule habe ich drauf. Allrounded. Ich spiele doch eher so alle auf Sniper bedacht. Und da habe ich schon den ersten Stepkampfschiff freigeschaltet. Und es ist wirklich mal eine Abwechslung. Also wirklich, wenn ihr mal keinen Bock habt auf diese stressige Crysis mit 26 Spieler auf der Map, die überall rumrennen und ihr wollt irgendwo langlaufen, einmal sterbt ihr. Das habt ihr halt nicht in diesem Modus. Also schließlich sterbt ihr auch ab und zu. Aber wenn ihr wirklich wisst, wie man mit Crysis umzugehen hat und dann mit so ein paar Leuten spielt, ich weiß nicht, der schießt mein Zeph-Schiff ab oder so. Ansonsten habe ich keine Ahnung, worauf er gerade schießt. Dann ist diese Map wirklich mal eine Abwechslung. Also nicht die Map, sondern die Flexheit. Und zeigt euch doch ein komplett anderes Spiel, finde ich. Zu meinen Modulen generell, Movement Enhance auf Stufe 3 natürlich, dann Weapon Pro auf Stufe 3 und Rapid Fire auch auf Stufe 3, also schnelleres Schießen und schnelleres Nachladen, schnellere Bewegung. Wir haben wirklich sehr viele Sniper nur auf der Runde, ich glaube 3 Sniper waren da die ganze Zeit und ich farm sie mir weg nacheinander, also ja, hat Spaß gemacht und ja, ziemlich ruhige Runde. Also Module sind klar, Waffen, Sachen auch. Und ja, zur Waffe selbst nochmal, die Scar ist eine, ich finde, die beste Allround-Waffe, die es gibt. Die gab es ja schon in Crysis 2, da war ja die Scar die erste Waffe, die man freigeschaltet hat. Und nehme ich gerne mit. Denn ich glaube, in Crysis 2 habe ich fast, sag ich mal, 80% nur mit dieser Waffe gespielt. Denn die Scar ist einfach mal extrem geil. Sie kann gut auf Range schießen, hat zwar eine gute, hat zwar eine starke, also die Waffe verzieht stark. Und, aber das kann man ja, wie gesagt, durch die neuen Module, die es gibt, hier Frontgriff und Mündungsfeuerdämpfer eingrenzen. Und da habt ihr auch eine Waffe, die wirklich sehr präzise schießt. Mit einem dementsprechenden Visier kann man dazu auch fast schon Sniperwaffe sagen. Und genauso ist sie auch halt in Close Range gut und. Ja, also ich könnte mich wirklich mit der Waffe einspielen. Richtig krass und ich finde sie besser als die Scarab, denn die Scarab ist natürlich eher auf höherer, sehr hoher Range. Nicht so gut. Und ja, ihr seht's. Ich gucke nur auf die Map. Da oben war irgendwo einer. Mhm. Ja. Hat mich abgeschossen. Den versuche ich jetzt zu finden.
Muss sagen, könnten ruhig noch so 10 Spieler sein. So 10 Spieler ist immer in Ordnung. Aber so bei 5 rennt man doch die meiste Zeit rum. Aber schadet ja nicht. So generell mag ich ja auch Deathmatch, weil man ist halt immer auf sich allein gestellt. Und weiß genau, wenn da jemand ist, dann ist es ein Gegner. Und man kann halt mal aus dem Feuergefecht flüchten, einfacher als wenn man im Team fight wäre. Also da jeder auf sich selbst sozusagen sich verlassen muss, gibt es so mehr Feuerkämpfe insgesamt. Weil sonst gibt es ja eigentlich nur Team 1 gegen Team 2. So, das war's mit den beiden und dann ja, gibt es halt die Feuerkämpfe. Und hier kämpft ja halt jeder gegen jeden. Und das heißt, wenn ich gerade mit jemandem im Kampf bin und dann kommt ein Dritter dazu und ich merke, ich werde eh sterben, renne ich aus dem Kampf, lasse die beiden sich erledigen und snack wieder den einen weg, der übrig bleibt. Beziehungsweise beide, die müssen sich beide abschießen. Aber ich finde, so ist noch mehr, mehr Möglichkeiten und mehr Abwechslung. Ihr seht es, ich habe den auf der Map gesehen und snack ihn mir weg. Also hier zu Scar, die Waffe ist. Ich würde sagen, so vom Ranged, mit Ranged, meine absolute Lieblingswaffe. Die Grendel hat zwar auch seine Vor- und Nachteile, aber mit der Scar hat man irgendwie, man hat halt erstmal dieses Magazin mit Extended Magazine, hat man ja nochmal extrem viel Munition, ohne nachzuladen. Und jetzt seht ihr gerade, wie der da auf mein Seth-Kampfschiff geschossen. Und da ist er weggesnackt worden. Von mir. Und ja, zum Vergleich zu Grendel, okay, Stoßfeuer, Munition, Kapazität, also ich finde, mit der Grendel ist man ziemlich schnell ohne Munition so. Weil das gehört bestimmt auch, aber da gibt es halt Extended Magazine. Und ja, jetzt habe ich gerade die Scar aufgehoben, denn meine Scar hat sich so langsam zum Ende verabschiedet so. Und die Scarab ist halt auch eine sehr schöne Waffe. Ich glaube, das ist die erste Waffe, die man freischaltet. Ich glaube noch nicht. Ihr seht's. Es ist wirklich. Wenn man. Ich sag mal, ich bin ein passabler Spieler in Crysis. Ja. Und es macht wirklich unglaublichen Spaß. Wenn man mal halt nur zu 5 auf der Mitte ist. Ich außerdem Extended Magazine. Eigentlich war der Plan, nicht Extended Magazine, hier Maximum Nanosuit aktiviert. Eigentlich war der Plan, ich nehme mir die Megawumme, stelle mich irgendwo auf so ein Haus und haue meinen Maximum Nanosuit rein. A, alle wollen mich abschießen. B, ich bin fast unsterblich. Und C, ich weiß, wo sie sind und kann sie dann bombardieren für einen fetten, meiner Megawumme. Und jetzt haben wir auch schon den letzten Kill vor uns. Und allgemein lässt sich sagen, Scar gut weiter zu empfehlen, wenn ihr sie freischaltet. Probiert sie unbedingt aus. Eine sehr schöne Waffe. Und ja, das war es soweit von mir. Und ja, es war ja eine entspannte Runde auf Nachmittag. Hat sehr Spaß gemacht, deswegen habe ich auch geschlossen, es hochzuladen. Ich freue mich, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt und bis zum Schluss geguckt habt. Und ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Ja, ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Also, ich verabschiede mich. Mach's gut!